Willkommen zurück zu Let's Play das Testament des Sherlock Holmes. Wir haben das letzte Mal Hans Schielmann quasi reingelegt. Ja, das kann man sagen. Und sind jetzt in Kensington beim Neffen des Bischofs. Und da vorne steht eine nette ältere Dame. Kann ich Ihnen behilflich sein, Gentlemen? Ja. Guten Tag, Madame. Wir wollten einem Ihrer Mieter einen Besuch abstatten. Henry Hemford ist sein Name. Er ist nicht hier. Und Sie müssen verstehen, dass ich Fremden nicht die Tür öffne. Vor allem nicht bei all dem Gesindel, das ich hier herumtrage. Wie hast du uns gerade genannt? Aus diesem Grund sind wir hier. Sie sind von der Polizei? Nein, Henry ist ein Freund von uns. Und er hat sich wegen dieser Herumtreiber besorgt gezeigt. Er wollte, dass wir kommen. Das überrascht mich nicht. Mr. Hemford wirkt zwar auf den ersten Blick etwas eigenartig, aber er ist ein sensibler und netter junger Mann. Er muss gemerkt haben, dass ich beunruhigt bin. Erst heute Morgen wurde ein Teil meiner Wäsche aus dem Garten gestohlen. Watson? Das scheint der beste Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen zu sein. Dürften wir Ihren Garten betreten und dann vielleicht einen Blick in das Zimmer unseres Freundes werfen? Es kann bestimmt nicht schaden, wenn Sie sich ein wenig im Garten umsehen. Aber was sein Zimmer betrifft, Sie müssen verstehen, er hat mir nichts von Ihnen erzählt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du machst mir echt Angst, Sherlock. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Sehen wir uns im Garten um. Garten! Ja, das weiß ich schon. Was ist das? Ist das hier noch nicht der Garten? Der Garten! Oha, Fräulein. Hier wäre aber auch mal ein bisschen Gartenpflege angebracht, nicht wahr? Das ist ohne Zweifel die Wäsche von Henrys Vermieterin. Das wäre so witzig, wenn jetzt irgendwie bei Watson aus der Seitentasche noch so ein Oma-Schlüpfer raushängen würde. Das hier könnte interessant sein. Der Nagel? Ich brauche etwas. Diese Bretter wurden erst vor kurzem hier angebracht oder erneuert. Sie sind weniger verwittert. Offensichtlich. Ein Loch. Vor kurzem wurde hier ein Loch reingemacht. Ein Guckloch. Was habe ich denn so? Ein Stein. Nein. Aber was denn dann? Das Skalpell nicht. Das wäre ja... Das kann ich nicht. Nein. Dann gucken wir doch mal nach, ob hier irgendwo ein Hammer oder eine Zange rumliegt, nicht wahr? Wundern würde es mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder eine Gießkanne. Aha. Das macht aber ganz schön Lärm, ne? Essensdosen, die aneinander geschnürt wurden. Essensdosen, ein Kristallglas. Essensdosen. Essen. Ernsthaft? Das. Ah. Das Seil dürfte lang genug sein. Sieht für mich wie eine einfache Falle aus, die vor Eindringlingen warnen soll. Oh, was für ein Durcheinander. Das war's schon? Ja, das war's schon. Kisten. Kisten zu verkaufen. Wir haben Kisten. Gucken wir mal in den Shoppen. Hier stand wohl mal eine Schaufel. Oh, eine Heckenschere. Ich hätte gern die... Hier stand... Ja, offensichtlich. Für die, die es jetzt nicht wissen, man erkennt das daran, weil... Bei Schaufeln, das Sonnenlicht bündeln, entsteht hinter den Schaufeln, da wo sie standen, im Holz eine Art Sonnenbrand. Also nur falls ihr mal gefragt werdet, was kennt ihr für Gegenstände oder Materialien, die Licht bündeln, dann sagt ihr Schaufeln oder
das Material, aus dem Schaufeln sind. Immer 100 Punkte in jedem Test. Klappt in 10 von 8 Fällen, vertraut mir. Eine kleine Gartenhacke. Aha, damit könnten wir die Nägel aus der Wand ziehen. Ein Rechen. Wollen Sie den wirklich mitnehmen, Holmes? Du meinst ausleihen, Watson? Ausleihen? Ja. Bevor wir uns das Beet jetzt genauer angucken, gucken wir mal nach, ob wir mit der kleinen Hocke hier die Nägel abbekommen. Das hier könnte interessant sein. Ja. Gut, wir können durch. Achso, na dann gucke ich mir doch erst nochmal das Bait. Ist hier nichts mehr? Ich kann das Seil nehmen, oder was? In der Tat. Da scheint ein Kleidungsstück zu fehlen. In der Tat. Na, hier wurde doch aber auch irgendwas ausgegraben, oder nicht? Na, egal. Scheint nicht so wichtig zu sein. Diese Zeitung ist 4 Tage alt. Der Neffe des Bischofs wurde also schon vor dem Mord an seinem Onkel beobachtet. The Strand. Laut Schätzungen ist davon auszugehen, dass fast die Hälfte der Londoner Bevölkerung keinen ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln mehr hat. Schon jetzt ist die Lage in den ärmsten Vierteln der Stadt kritisch. Wenn die Behörden nicht eingreifen, droht sich diese Nahrungsknappheit zu einer schlimmen Hungersnot auszuweiten. Wisst ihr Bescheid? Die Überreste einer kleinen Mahlzeit. Hier muss jemand ziemlich viel Zeit verbracht haben. Eine kleine Mahlzeit. 3 Scheiben Brot, ein Apfel und Rum oder sowas. Ach, von der Seite können wir auch noch mal gucken. Es ist so, wie ich dachte. Von hier aus hat man Henrys Zimmer genau im Blick. Aha. Kaputte Flasche. Aber das ist egal. Hier ist nichts Interessantes. Warum machen die dann so ein... Kann man da hochklettern oder so? Wir sollten vielleicht erstmal wieder die Hacke abwählen. Hey. Ein Bäumchen. Noch mehr Bäumchen. Ah, hier kann man doch bestimmt rüber, oder? Nein. Ach, jetzt habe ich die Leertaste gedrückt, weil ich springen wollte. Oh Mann. Es tut mir wirklich leid, Leute. Wirklich. Oh, eine Toilette. Zu vermieten. Toilette. Aha, scheint schön zu sein. Okay, habe ich irgendwas übersehen hier? Muss ich doch. Irgendwas muss ich übersehen haben. Nö. Oh. Können wir da jetzt rein? Lässt sich nicht. Nehmen wir die Wäscheklammer zum Öffnen. Lässt sich nicht. Oh. So. Wir werden uns rächen. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ach, ich weiß es doch auch nicht, Watson. Da kommen wir nicht rein. Hinter der Mauer ist einfach nur der Eingang. Und dann ist hier quasi die Tür. Also die nicht vorhandene Tür, quasi. Fußspuren? Haben wir hier irgendwo Fußspuren? Vielleicht können wir einfach nur wegen den Wäscheklammern mal da gucken gehen. Weil sonst war hier ja nichts, ne? Also ich meine, wir können ja jetzt mal hier die Vermieterin fragen. Señorita!
lässt sich nicht öffnen. Nee, da sind wir durch über den Nachbarn hingekommen. Nein, da... Das ist dann wahrscheinlich auch nicht nötig, oder? Hier ist nichts Interessantes. Ich würde gerne mal zum Nachbarn hin. Welcome. Welcome, Stranger. Das heißt, hier wurde irgendwas vergraben. Bin ich jetzt ins Loch gefallen? Ich wollte gerade sagen. Das Seil ist dort durchtrennt, möchte man meinen. Und hier ist dann der Rest davon. Ach ne, es wurde ja schon angezeigt, dass es grün ist. Also haben wir da schon alles. Können wir damit noch irgendwas machen? Nope. Hier haben wir auch noch ein Seil. Nein, das ist wahrscheinlich Shidegoi. Das ist wahrscheinlich Shidegoi. Wir könnten natürlich jetzt auch schon nach Whitechapel gehen, aber ich weiß nicht, ob das schon, ne? Und so. Ja, ich bin ein Poet. Ob das jetzt schon was... Aha! Das ist ganz offensichtlich... Hehe. Sauber. Dieses Jackett ist etwas angerissen. Es muss sich im Geäst verfangen haben, als der Mann, der es gestohlen hat, auf dem Zaun stand. Und als er gesprungen ist, hat er es einfach im Baum gelassen. Ich glaube, diese Marke bedeutet, wir haben an dem Tatort alles erledigt. Vielleicht hat von euch ja schon mal jemand das Spiel gespielt oder durchgespielt oder was auch immer. Und kann das beantworten. Ist das das Kleidungsstück, das verschwunden ist? Oh ja, das ist es. Wo haben Sie es gefunden? In deiner Mutter. Auf dem Boden. Ohne Zweifel hatte der Wind seine Finger mit im Spiel. Dann wurde ja gar nichts gestohlen. Mir ginge es besser, wenn diese Halunken tatsächlich nichts weiter als Wäschediebe wären. Das ist leider nicht der Fall, Madame. Diese Angelegenheit scheint bei weitem ernster zu sein. Offensichtlich wollten diese Herumtreiber Henry ausspionieren. Würden Sie uns jetzt bitte in sein Zimmer lassen? Bitte! Ach du lieber Himmel, ist denn das die Möglichkeit? Kommen Sie rein. Die erste Tür links. Gehen Sie einfach rein. Er schließt nie ab. Okay. Nie? Nein, nie. Sie kennen ihn ja. Er macht viele Dinge nicht so, wie es normalerweise üblich ist. Er lebt in seiner eigenen Welt. Ist vollkommen okay. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Hat er irgendetwas gesagt? Gestern Morgen. Er hat nur ein paar Worte gemurmelt. Man versteht nicht immer, was er sagt, sofern er überhaupt spricht. Wenn ich ihm eine Frage stelle, starrt er oft nur irgendwo hin. Auf den Boden, an die Decke, als wäre ich gar nicht da. Anfangs fand ich es merkwürdig, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich weiß genau, was Sie meinen. Er ist manchmal auch etwas gereizt, nicht wahr? Oh ja, sobald ihn etwas aufregt, kocht er vor Wut. Selbst wenn er allein in seinem Zimmer ist. Und von einer Sekunde auf die andere steht er dann plötzlich einfach nur regungslos da und starrt ins Leere. Er beruhigt sich so schnell, wie er wütend wird. Ja, so ist er. Der Schlingel. Gut, dann gucken wir doch mal in das Zimmer, nicht wahr? In der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!